Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wie Ende letzte Woche versprochen, kümmern wir uns heute um die erste Schwertprüfung, aber ich würde sagen, davor werden wir uns erstmal heilen, weil ich weiß nämlich nicht, ob die jetzige Lebensanzeige mit rübergenommen wird. Deswegen lassen wir erstmal das. Und ich würde sagen, wir liegen direkt los. Du kannst dich dieser Schwertprüfung nicht stellen, wenn das Master Sword ruht. Bro. Alter. Ich hatte jetzt vor, die Schwertprüfung zu machen. Wie lang dauert's noch? 2 Minuten. Naja. Dann, um den Flow nicht zu unterbrechen, machen wir den bisschen später, also nicht diese Folge, damit ich morgen nächste Folge auch noch was habe. Die kommt morgen nämlich. Und dann denke ich, was machen wir denn? Den neuen, da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Wir können uns diesen Schrein hier hinten holen, um uns mehr Ausdauer zu holen. Wir können allerdings auch hier ein bisschen am Todesberg anfangen zu erkunden. Oh, dann natürlich. Wir machen jetzt ein paar Quests. Da muss ich erstmal auf Tagebuch gucken. Lehrgeld, Magmusee, Magie von Eis. Eispyromagie, davongetrieben. Ja. Dann kümmern wir uns jetzt heute um ein paar Nebenquests. Also. War zwar nicht im Plan, aber ich habe auch heute ein bisschen wenig Zeit. Und morgen eigentlich auch. Also muss ich gucken, wann ich die Schwertprüfung bringe. Aber die kommt auf jeden Fall als nächstes, bevor wir uns den Todesberg anschauen. Weil das habe ich ja versprochen, dass wir es bringen. Dann kümmern wir uns jetzt um ein paar Nebenaufgaben, diese Folge und nächste Folge wahrscheinlich auch. Und dann geht's aber zur Quest, zum Master. Verstärkung von meinem Master Sword, zur Schwertprüfung. Vielleicht kriegen wir es auch hin davor, meine Ausdauer noch zu verbessern. Dann haben wir mehr größere Chance zu gewinnen. Aber naja. Aha, du hast eine Quest für mich. Was ist? Onkel, du siehst aber komisch aus. Ich bin Hylianna. Ein Hylianna? Sowas sehe ich zum ersten Mal. Komm, Hylianna von ganz weit weg. Dann hast du vielleicht auf dem Weg meine Mama gesehen. Sie heißt Dedur. Seit das Wassermonster wild geworden ist, ist sie verschwunden. Naja, ich bin ziemlich sicher, sie wird bald wieder nach Hause kommen. Deshalb möchte ich an ihrer Stelle ein paar Kröten für uns dazu verdienen. Kröten? Ja, meine Mama ist immer noch nicht vom Fischefang zurück. Also will ich an ihrer Stelle ein paar Kröten dazu verdienen. Gurtkröten, um genau zu sein. Was guckst du denn so? Dein Mitleid brauche ich nicht. Fang mir doch lieber ein paar Spurtkröten. An regnerischen Tagen findet man sie besonders leicht. 5 Stück wären ein guter Anfang, ja? Kann ich das schon? Ja, kann ich. Frischer Froschregen. Hallo Onkel, ich bin beschäftigt. Hier die Kröten. Was, wirklich? Dann wollen wir mal zählen. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Oh, du hast wirklich 5 Stück für mich gefangen. Dann gebe ich dir das hier als Belohnung. Rüstgras. Tolle Belohnung. Das nennt man anscheinend Rüstgras. Ich habe es gepflückt, weil es so selten ist. Aber eigentlich kann ich gar nichts damit anfangen. Du kannst es haben. Geil, danke. Danke für so eine geile Belohnung. Dann gucken wir uns nach ein paar weiteren Nebenaufgaben hier an. Davongetrieben. Ist noch was im... Davongetrieben. Nein, nicht Lehrgeld. Da. Moment.
Baruta verhält sich nun friedlich, da frühes Feuer ist doch nicht zurück. Ja. Ich muss nochmal fragen, wo sie ist. Ist sie unten, oder? Link, wenn du Dürr für mich suchst, werde ich alles tun, mir zu helfen. Du kannst mich alles fragen. Wo könnte sie sein? Am Tag, als Ruta durchgedreht ist, sagte sie, sie wollte immer am Sora-Fluss Fische fangen. Aber Ruta hat die Flüsse anschwemmen lassen, also hat die Strömung sie vielleicht flusswärts gerissen. Doch Leto Garn und die anderen haben sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie auch noch viel weiter geraten worden. Im schlimmsten Fall ist sie vom Sora-Fluss in den Hylia-See geraten. Hast du noch weitere Fragen? Nee, danke. Hylia-See. Da kommen wir nicht so schnell hin. Das Gebiet könnten wir zwar aufdecken, aber nee, danke. Bro. Hylia-See. Jetzt schon. Als ob die Dame... Moment. Du willst mir sagen, dass sie diesem Fluss hier, dem Sora-Fluss, bis hier unten hin in den See in den Hylia-See getrieben worden ist. Alter, nee, das kannst du doch nicht sagen. Aber naja, dann haben wir wenigstens schon mal eine Quest hier im Dorf gemacht. Und gehen jetzt einfach zu der anderen, die ich markiert habe gerade. Weil da haben wir ja noch diese Briefquest. Und die könnte ein bisschen ekelhaft werden, deswegen probieren wir das, was wir heute hinkriegen. Vielleicht finden wir auch unterwegs Schreine. Also jetzt nicht da im Gebiet, sondern sehen vielleicht welche. Wir brauchen welche. Wir brauchen... Oh, es pisst schon wieder. Wir brauchen Schreine. Für Ausdauer. Wir sind ja nicht schlecht da mit den Herzen, aber Ausdauer wäre auch nicht schlecht. Dann können wir schneller, länger die Wirbelattacke machen, länger aufladen. Und naja. Diese Steinquests haben wir ja schon gemacht. Diese Wandsteinquest, da war ja die Geschichte der Soras drauf. So, hier. Hallo? Ah, doch. Schwimm zu ihm. Trage meinen Brief sicher zu ihm. Oh, hast du auch einen Wunsch an die Wasserfee? Nein, oder? Du hast ja nicht mal einen Behälter oder sowas dabei. Oder bist du etwa der Bote der Wasserfee? Bingo. Das kann doch nicht sein. Du denkst wohl, nur weil ich ein Kind bin, glaube ich, werde ich dir alles glauben. Ein Reisender also, das trifft sich gut. Dann habe ich eine Bitte an dich. Folge dem Brief, den ich schwimmen lasse, sprich mit der Person, die ihn findet und komm dann zu mir zurück. Ich möchte gern wissen, was für eine Person das ist. Du denkst, ich soll einfach selber gehen? Ja, ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Aber meine Mutter möchte nicht, dass ich weiter als hier von zu Hause weggehe. Deshalb erfülle mir doch diese Bitte. Finde denjenigen, der mir die Briefe aufhebt, ja? Wenn es sein muss. Vielen Dank. Gut, dann werfe ich jetzt den Brief ins Wasser. Bist du bereit? In Ordnung. Du musst gut aufpassen, denn der Behälter ist sehr zerbrechlich. Deswegen mag ich diese Quest nicht. Sehr zerbrechlich, dann schmeiß ihn doch nicht so ins Wasser, du blöde Kuh. Also da vorne ist Sachen, ich muss halt wegfrei. Und warum? Dafür ist halt das Wetter jetzt perfekt, ne? Denn es darf nichts im Weg sein. Bro, warum muss es ausgerechnet jetzt pissen? So, da läufst du durch. Bist du da? Ja, bist du. Okay. Weiter geht's. Der Regen könnte mittlerweile auch vielleicht mal aufhören. Das Master Sword hat jetzt seine Kraft. Da stand 2 Minuten drin. Und wir nehmen seit 9 Minuten auf. Komm schon. Der Brief? Da. So, dann schauen wir mal, dass wir den Brief heile rüberbringen. Sind das Fische? Nein, das sind Enten. Enten, dachte ich schon, Fische. Moment, nur um sicher zu sein. Doch, den könnte ich mit Stasis aufhalten. Oh, ich weiß schon, wo es besonders schlimm wird. Denn unser Kumpel ist ja, wenn ich mich recht erinnere, hier drin. Also muss er hier durch.
Da sind sehr viele Fische. Und der Brief, der braucht ein bisschen, hä? Dann sind wir heute Escort. Oder Postbote, wie man es halt sehen will. Naja. Naja. Und Fall, mein Freund. Ich hoffe, da sind jetzt keine Gegner, die jetzt erst nachspawnen. Oder reingeladen werden. Moment, er treibt rechts, gell? Das heißt, ich muss auf die andere Seite rüber und den Brief wieder ins Wasser tun. Eisebogen, was will ich denn damit? Aber der Regen könnte auch mittlerweile aufhören. Den brauche ich nicht. Der hört ja gleich auf. Ja, genau. Der Brief wird gleich hier rein und dann muss ich ihn wieder auf die andere Seite rüberlassen. Gut. Gut, gut. Komm schon. Komm. Jetzt. Jetzt. Ich hoffe, ein Fisch kann das nicht kaputt machen, gell? So, Zitterling. Brauche ich. Du bist da. Oder das könnte auch ein Vorteil sein, dass es regnet, weil die ganzen Octoroks nach oben kommen. Die hätten das bestimmt zerstört. Aber ich muss die ganzen Sachen hier nicht sammeln, weil den Octowald haben wir auch noch in Akala. Da haben wir genug Octoroks, wo man farmen kann. So, aber jetzt. Der Brief kommt, kommt, gut. Aha, dann sind wir hier. Du bist down. Nee, jetzt ist der Brief gleich mitten im Wasser. Das wird ja ganz schlimm. Ich sehe ihn noch. Kann der auch despawnen? Das ist halt die Frage. Bestimmt. So. Ach nee. Holy, 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 ein Freund. Du bist da. Rüber. Rüstungsgrafen. Passt, passt, passt. Komm her, Brief. Einfach den Fluss abwärts. Ich hoffe nicht, dass er kurz vor Ende kaputt geht, ne? Ich hoffe nicht. Aha. Aber er braucht schon ganz schön lang. Jetzt kommt er. Aha, da ist gerade kein Gegner in der Nähe, das heißt... Da vorne sind halt ein Haufen Gegner und ich weiß nicht, wie der Brief schwimmt. Eins, eins, zwei, drei. Ah, der gibt mir Holzpfeile. Ganz gut. Wichtig, brauche ich. Ein Bombenpfeil ist auch wichtig. Bro. Wie ist gerade dieser Exalfos da ins Wasser gefallen? Er vergräbt sich wieder, Gott. Mach halt, was du willst, ne? Komm schon. Aber es ist halt, wenn jetzt dieser Stahl-Exalfos halt auf das Paket geflogen wäre, dann wäre das wahrscheinlich kaputt gegangen. So, wo ist denn das jetzt, der Brief? Ja. Passt. Hör ich was? Nee, ich höre nichts. Ganz gut.
Ganz gut. Komm schon. Sei ein braver Brief und beeil dich ein bisschen. Oder kommst du hier runter? Oder kommst du hier hin und ich muss den Rest tragen? Das wäre geil. Schwimm lieber, schwimm lieber. Das Tragen ist dumm. Oder könnte ich dich jetzt tatsächlich aus dem Wasser fischen? Und einmal komplett außen rum tragen? Na, das geht auch nicht. Na, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Wenn du hier strandest, dann können wir dich rumtragen. Wenn du nicht strandest, dann schwimmst du. Du strandest nicht. Du strandest ganz und gar nicht. Ja, dann. Wo ist gerade meine Musik schon wieder abgegangen? Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Da muss ich schneller sein. So, dann werde ich jetzt hier mal halt jeden Gegner platt machen. Hier waren wir ja bis jetzt noch gar nicht. Fällt mir gerade so ein. Hier kommt gleich der Brief durch. Da muss ich halt schauen, dass ich alle Gegner davor besiege. Wo schwimmt der Brief? Schwimmt der perfekt durch die Lücke. Passt. Ja. Du bist down. Oh, es pisst schon wieder. Übergastrauen. Hast du wenigstens Pfeile für mich? Ist doch nicht geil. Ich hoffe, das wird jetzt mit dem ersten Versuch was. Du bist down. Okay. Okay. Bin fast da. Was sind denn noch Gegner im Wasser? Da ist der Brief. Du bist down. Es dürfte alles gewesen sein. Ja, jetzt muss man nur noch warten, bis der Brief in sein Ziel kommt. Das dürfte alles gewesen sein. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Das ist die Truhe im Wasser sicher jetzt erst. Aber jetzt warten wir erstmal auf den Brief. Aha. Da. Sie schwimmt durch. Schwimmt durch. Es schwimmt der Brief durch. Jetzt dürfte er eigentlich nicht mehr kaputt gehen. Er sollte durch sein. Ja, er ist durch. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Typen gehen, der den Brief erwartet. Oder besser gesagt, ja. Ja, passt schon. Der Typ, der den Brief erwartet und die und der Typ, den die Zora, das Zora-Mädchen sehen will. Die Frage ist, wenn es jetzt hier ankommt, ist es dann vorbei oder muss ich es vor ihm hinstellen? Weil wenn ich das aus Versehen jetzt werfe, vor seine Schnauze und es zerbricht, dann ist ja alles für den Arsch gewesen. Deswegen mit äußerster Vorsicht jetzt an die Sachen rangehen. Und da ist er, der Brief. Der Brief ist da. Komm schon. Ja, es hat von allein beendet. Hast du diesen Brief verfolgt? Ja. Wahrscheinlich hat sie dich gebeten, herauszufinden, was für eine Art Typ ich bin, oder? In einem meiner Briefe habe ich mich als todesmutigen Abenteurer beschrieben. Danach wollte sie mich treffen. Leider bin ich ein ziemlicher Angsthase und weit rumgekommen bin ich auch nicht.
So kann ich wohl kaum zu ihr gehen. Tja, dumm gelaufen. Ich hätte wohl nicht lügen sollen. Innere Werte zählen. Innere Werte? Hm? Danke, dass du es gesagt hast. Gut, ich sollte wohl einfach mal mit meinem Mut zusammennehmen und zu ihr gehen. Hm, die Gefahr einer Flut in der Gegend scheint wohl auch abgewandt worden zu sein. In ihrem Brief hat sie geschrieben, sie warte im Dorf der Sora auf mich. Ich werde auf der Stelle dorthin laufen. Auf dem Weg erlebe ich ja vielleicht schon ein paar Abenteuer. Bis dann. Wir sehen uns im Dorf der Sora. Sie hat mich gebeten, ich solle sie da treffen. Oder auch nicht. Dann teleportieren wir uns jetzt zum Dorf der Sora. Ich dachte, sie wollte mich am Ufer wieder treffen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich glaube nicht, dass ich es falsch verstanden habe, aber ich kann ja nicht wissen, ne? Aber naja. Komm schon. Du bist auf dem da, wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ich werde gleich von hier unten hochlaufen. Ah, ich sehe Clinton. Den gucken wir uns nächste Folge an. Wenn er schon hier in der Nähe ist. Vielleicht zeigt er uns mal sein Sortiment. Oh, du bist es. Sasan, hör mal. Das hier ist der nette Herr, der dafür gesorgt hat, dass mein Brief frei bei dir ankommt. Oh, hallo. Wie du siehst, habe ich es tatsächlich bis hier ins Dorf der Sora geschafft. Dank dir habe ich den Mut aufgebracht, mich mit Fiendes zu treffen. Zumindest denke ich, dass du mir geholfen hast. Vielen Dank, dass du unserer Freundschaft auf die Sprünge geholfen hast. Sasan und ich waren uns einig, dass wir dir irgendeine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten. Hier, das ist von uns beiden. Holy. Sasan, wir müssen bald mal zusammen auf ein todesmutiges Abenteuer gehen. Ja, tolle Idee. Du hast es also noch nicht gesagt. Oh, du Idiot. Aber naja. Der geht jetzt gleich wieder weg, gell? Naja. Ich sage allerdings, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge hier. Eigentlich hätte ich vorgehabt, in der nächsten Folge mit Clinton zu reden, aber der ist jetzt, wie ihr seht, schon weg. Also bis 4 Uhr ist er dann ansprechbar. Das heißt, wir werden nächste Folge ein paar Sachen erledigen und dann in der Nacht zu Clinton schauen. Ja, genau, das machen wir. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Gladius.